das, was wir erarbeitet haben, nämlich eine Liste mit 791 Namen. Und von den Menschen, wo wir ein Bild haben, ist dann auf derselben Seite auch das Foto dieses Menschen erschienen. So sind also alle, ich habe jetzt hier Banfe aufgeschlagen, Altona, die erste Seite, so sind also alle kleinen Dörfer in Südwestfalen aufgeführt mit den Namen der Deportierten und mit den Fotos, soweit sie vorhanden waren. Dann hat das Buch einen Übersichtsartikel über das Lager Samosch und im Buch selbst gibt es dann auch viele kleine Artikel über einzelne Regionen. Einen davon habe ich auch geschrieben zur Deportation der Familie Frank aus Weidenau. Überraschend war, dass ein Stadtarchivar, nämlich der von Hallenberg, den Deportationsbefehl hatte, der von der Stabo-Leitstelle in Dortmund damals erstellt worden war und an alle Landräte und Bürgermeister gegangen ist. Und in keiner Stadt ist dieser Befehl mehr vorhanden gewesen. Und das war eigentlich das Fundstück par excellence, was uns da der Hallenberger Stadtarchivar gezeigt hat. Es ist auch im Buch veröffentlicht und die erste Seite davon werden Sie auch gleich zu sehen bekommen. Ja, wenn heute einer recherchiert,